Vor langer, langer Zeit gab es in einem Wald ein verstecktes Dörfchen, in dem winzige Geschöpfe lebten. Die Schlümpfe. Sie waren herzensgut, fröhlich und freundlich. Aber es gab da noch Gargamel, den bösen Zauberer. Ein übler Bursche. Ah, ich hasse Schlümpfe! Oh, ich schnappe dich. Ich werde euch alle schnappen. Und wenn es das Letzte ist, was ich in meinem Leben tue. Ich schnappe euch doch noch. Eines Tages finde ich euer Dorf und dann könnt ihr was erleben. Das Dörfchen gibt's immer noch. Und wenn ihr genau hinhört, könnt ihr Gargamels Wutgeschrei hören. Und wenn ihr lieb seid, dann könnt ihr vielleicht sogar ein paar Schlümpfe sehen. Hüpfers Flügel glatt streichen. Naturi, du solltest dich lieber beeilen. Du weißt doch, wie ärgerlich Torti ist, wenn jemand zu spät... Aber Schlaubi, du kennst doch Naturi. Ja, Naturi würde auch noch die ganze Nacht hier bleiben, um irgendwelche Flügel zu glätten. Na, wer sagt's denn, Frau Hüpfer? So gut wie neu. Komm rein, Naturi, es ist schon spät. Dein Baby ist aus dem Nest gefallen? Irgendwas findet der doch immer. Hä? Vom Walnussbaum in Gargamels Nähe? Gargamel! Ich muss mich um diesen kleinen Vogel kümmern. Sag Papa Schlumpf, dass ich später komme, ja? Wenn der hört, dass du wieder als Samariter unterwegs bist... Oh, Schlaubi! Du weißt, Naturi würde sich nie verzeihen, wenn er dem kleinen Vogel nicht helfen würde. Was war denn das? Guten Tag, Frau Blaukehlchen. Das ist ja nicht zu fassen. Tja, so sind die Katzen eben. Und nun zu dir, kleiner Piepmatz. Das haben wir gleich. Keine Sorge. Halt dich fest, Piepmatz, gleich bist du wieder zu Hause. Oh, nett gemeint, aber ich werde leider schon zu Hause zum Essen erwartet. Azrael, wo bist du? Zeig dich, du faules Katzenvieh! Ich hab dir einen Freund mitgebracht. Nur Geduld, gleich hab ich sie. Boah. Das war's. Diese Greta hat dir sicherlich viel Schmerzen bereitet. Ich muss wirklich sagen, du warst sehr tapfer. Meine Güte, Azrael, sei nicht so ein Feigling! Wenn du dich nicht so anstellen würdest, könntest du feststellen, dass dieses hübsche Exemplar eines Silberzahnhundes es nur nett meint. Na los, Azrael, nun komm schon runter. Ihr beide werdet zusammenarbeiten. Danke für die köstliche Schlumpfbeerentorte. Es war die beste, die du je gemacht hast, Torti. Ich hoffe, du hast Naturi ein Stück übrig gelassen. Wenn man's ganz genau nimmt, nicht. Oh, das macht nichts, Torti. Entschuldige die Verspätung, Papa Schlumpf. Aber mit dem Grashüpfer, dem Bären und dem Hasen wurde es wieder ein arbeitsreicher Tag. Du musst Hunger haben, denn du hast doch schon das Mittagessen verpasst. Das war es auch wert, Papa Schlumpf. Denn der kleine verirrte Hase hat dadurch seine Lektion gelernt. Lektion Nummer 1, das ist ein Schlumpf. Lektion Nummer 2, das ist ein Schlumpfbeerenbaum. Lektion Nummer 3, Sitz! Ich sagte Sitz! Machen wir weiter mit der vierten Lektion. Lektion Nummer 5, nehmt euch vor den Fallen der Menschen in Acht, speziell wenn sie aus Eisen sind. Das sind nämlich die gemeinsten von allen. Vergesst das bitte nicht. Das Thema der sechsten Lektion ist Einsatzfreude, hörst du, Azrael? Bedauerlicherweise zeigst du davon verdammt wenig. Da, da,
Also macht's gut, meine Freunde. Bis morgen dann. Und denkt bitte dran, nehmt euch vor den Eisenfallen in Acht. Das hier ist ein Schlumpfbeerenbaum. Und merke dir, wo es Schlumpfbeeren gibt, da gibt es auch Schlümpfe. Sieh mal, Federchen. Da unten ist eine dieser fiesen Eisenfallen. Und das Tier, das sich darin gefangen hat, braucht unsere Hilfe. Es hört sich an wie eine verletzte Katze. Meinst du nicht, es wäre ratsam, das Tempo ein klein wenig zu drosseln? Ja! Ja! Armer Asrael, keine Sorge, ich bin gleich wieder da. Ich finde, schlafende Katzen soll man nicht wecken. Es geschieht ihm ganz recht. Asrael ist böse. Warum sollten wir ihm helfen? Weil er stirbt, wenn wir nichts tun. Ja, aber vielleicht sterben wir, wenn wir es tun. Oh je, ich wünschte, Papa Schlumpf wäre hier. Ich weiß nicht, was wir tun sollen. Ich würde sagen, wir lassen das Ganze. Würde mir nun endlich einer von euch helfen, das arme Tier von seinen Qualen zu befreien? Was seid ihr nur für Schlümpfe? Habt ihr denn wirklich überhaupt kein Mitleid mit dieser armen, verletzten Katze, die von Schmerzen gepeinigt um Hilfe schreit, hä? Oh, armer Asrael! Weine nicht, es wird alles gut, Asrael. Wir versuchen dir zu helfen. Puh, die kriegen wir nie auf. Wir sollten es mit einem Stock versuchen. Hier? Ja, damit könnte es klappen. Keine Bange, Katerchen. Braves Miezekätzchen. Steh nicht so dumm rum, Schlaubi. Hilf mir lieber. Papa Schlumpf würde davon aber gar nicht entzückt sein. Überhaupt nicht. Na, Turi, ich hab's dir einmal gesagt und ich werde es dir wohl noch 100-mal sagen müssen. Papa Schlumpf mag sowas nicht. Schon gut, Schlaubi. Du hast es ja schon 100-mal gesagt. Tut mir leid, Asrael, aber die Augen bleiben verbunden. Schlümpfe, du Trottel! Nicht Drachen! Von wegen Jam Jam, du selten dämliches Vieh! Keine Panik! Beruhigt euch doch! Es ist nicht so, wie ihr denkt! Seid ihr denn von allen guten Geistern verlassen, diese Monster-Killer-Katze ins Dorf zu bringen? Schlumpft aus dem Weg und überlasst uns diese miese Katze! Niemals! Und ich meine niemals! Wartet einen Augenblick! Macht Platz für Papa Schlumpf! Papa Schlumpf, schlumpf dich zu uns durch! Naturi, diesmal hast du es aber mit deiner Tierliebe etwas übertrieben. Ja! Aber Papa Schlumpf, bitte, sieh ihn dir doch an. Gütiger Himmel, Asrael hat sich in einer von Gargamels Fallen gefangen, nicht zu fassen. Ich frage dich, Papa Schlumpf, sieht diese bedauernswerte Kreatur wie ein gefährliches Tier aus? Ja, das kann man wohl sagen! Papa, diese Mieze ist ein Killer! Meine kleinen Schlümpfe, ich weiß, wir haben unsere Probleme mit Asrael gehabt. Ich hasse Asrael! Wir alle hassen Asrael! Niemand von uns kann ihn leiden. Habe ich euch nicht immer gesagt, ihr sollt alle Kreaturen lieben, alle? Aber Papa Schlumpf, diese böse Miezekatze jagt uns Schlümpfe immer. Ja, ständig tut sie das. Oh ja, das stimmt ganz genau. Ich sage, schmeißt sie raus. Diese bedauernswerte Kreatur ist immerhin ein Lebewesen. Sind wir nun Schlümpfe oder sind wir keine? Nun, was? Tja, was? Vorsicht, Schlümpfe! Also los, schlumpfen wir alle zusammen! Zugleich! Zugleich! Was meinst du dazu? Nun, Schlaubi, ein Leopard bleibt ein Leopard. Ganz meine Meinung, ja. Zugleich. Schau mal, Hundchen, Schlumpfspuren. Oh Mann, zieh doch nicht so auf. Platz, sitz, halt, bleib stehen, du Trottel. Geh mir aus den Augen, du riechst aus dem Hals. Findest du nicht auch, Asrael? Heute Morgen sehen wir sehr schlumpfig aus. Asrael.
Möchte das Kätzchen noch etwas Milch? Wie wär's mit einer Schlumpfbeertorte? Azrael hasst Schlumpfbeeren. Papa Schlumpf, diese Lilienwurzelsalbe, die du geschlumpft hast, ist fantastisch. Sieht ganz so aus. Wenn die Wunde weiter so gut heilt, wird Azrael bald wieder der Alte sein. Und genau das befürchte ich. Schau mal dort, das sind frische Wagenspuren und ich rieche Schlumpfbeeren. Wir müssen in der Nähe des Dorfes sein. Oh, hast du das gehört? Ich könnte schwören, das war der Nichtsnutz Azrael. Azrael! Azrael, komm her, mein Katerchen! Katermil! Azrael, du böse Miezekatze! Oh, Papa Schlumpf! Oh nein, Papa Schlumpf, das war nur wieder einer von Gargamels Tricks! Nein, Papa Schlumpf, nein, das glaub ich nicht! Wo bist du, mein Katerchen? Ist denn das zu fassen? Naturi, lauf schnell weg! Nein, nein, bleib ganz ruhig, Azrael. Keine Sorge, Gargamel kann dich hier nicht finden. Handy, heft die Hut in Feuerwehrwagen, beeilt euch! Azrael, behandelt man so einen Freund, der einem das Leben gerettet hat? Ah, du scheinst deine Fährte zu haben, mein Hundchen. Na dann, Attacke! Nicht so schnell, nicht so schnell! Halt! Au, au, halt! Halt an, du blöde Töne! Nein, halt! Bleib endlich stehen, du Mistvieh! Nein, halt! Halt an, bleib stehen! Platz ins Haus! Naturi, ist dir was passiert? Oh, ich glaub nicht, Papa Schlumpf. Azrael hätte dich töten können. Ja, gekonnt hätte er es schon, Papa Schlumpf. Aber er hat's nicht. Einfach nicht zu fassen. Far, very far from here, some 2,000 miles away. That's where they live and work and play.